Und das ist das Richtige seit dem Tag, als ich mich dafür entschieden habe. Gab es keinen Plan B, nie was anderes. Es hat sich sofort richtig angefühlt. Auch die ganzen Jahre im Studium wusste ich, wofür ich es mache, dass es das Richtige ist. 2011, ich war noch der letzte G9-Jahrgang. Mein Vater meinte dann so gegen Mai, Juni, ich soll doch jetzt mich mal langsam entscheiden, was ich denn mache, damit ich nicht ohne irgendwas dastehe. Ich wollte studieren, wollte auf jeden Fall auch an die LMU gehen in München. Hab dann da eines Abends die ganzen Studiengänge durchgeklickt, was es so gibt. Naja, ganz viel ist natürlich gleich rausgefallen, wie Wirtschaft oder Informatik oder sowas. Und hab mir die ganze Zeit gedacht, du darfst nicht auf Theologie klicken, sonst willst du das noch machen. Das hat dann ein paar Stunden geklappt. Irgendwann hat es nicht mehr geklappt. Ich habe drauf geklickt auf evangelische Theologie, auf Pfarramt, war sofort begeistert von den ganzen Fächern, die da angeboten werden, vor allem von den Ursprachen, Altgriechisch und Hebräisch, die man eben erlernen kann im Studium. Und dann war es entschieden. Ich konnte auch nicht mehr zurück. Das war es einfach.